So, da sind wir wieder. Und das Erste, was wir machen, ist Lord Perils neue Nachricht lesen, die wir hier irgendwo gefunden haben. Also gucken wir mal. Es ist offensichtlich, dass diese Räume von anderen vor mir erkundet wurden. Ich habe Notizen von jemandem namens Torum gefunden, der auch durch diesen Dungeon kam, einige Zeit vorher. Es ist schwer zu sagen, wie lange vor mir er durch diese er hier durchgekommen ist. Weil die Passage der Zeit hier nicht denselben Effekt zu haben scheint. Ich werde seine Notizen an ihrem Ort lassen, damit sie als ein Führer durch dieses Labyrinth helfen. Lord Peril. Oh, er hat auch Torum kennengelernt. Dabei dachte ich, Torum wäre ein Verbrecher, der erst nach ihm hier reingekommen ist. Aber gut. So, hier haben wir eine Eisentür. Und eine Schriftrolle. Was steht denn hier? Die Tore aus Eisen sollen sich öffnen, wenn du dir die Zeit nimmst und an dem Ort ruhst, wo die Drachenblicke sich kreuzen. Oder wo die Drachen hinblicken. Also, einen Drachen haben wir ja schon mal, also muss das irgendwo hier sein. Aber gut. Gehen wir erst einmal hier in die Chamber of Pits rein. Weil die Deserted Tunnels, die daneben sind, die möchte ich mir für nachher aufsparen. Die mag ich nämlich nicht so sehr. Was steht hier? Lass die, die fliegen, gerufen werden, um diese Kammer zu bewachen. Gegen Eindringlinge, die es nicht können. Also gegen Eindringlinge, die nicht fliehen können, soll diese Kammer bewacht werden. Ah ja. Ja, das kenne ich eigentlich noch, aber so ist das völlig neu für mich. Da drüben geht's auch noch weiter. Gucken wir mal da lang noch. Die Falltüren da lang, die bewegen sich irgendwie komisch. Ah. Nein. Ah, Schalter. Hä? Ich habe gerade einen Teleporter gehört. Aber hier ist nichts. Okay, da war schon mal ein Schalter. Uah. Ah, und da sind Gegner. Viele Gegner. Nicht einkreisen lassen. Mist. Das ist schon fast eingekreist sein, ja. Ah. Oh. Das hier ist der Weg nach oben. Ja, aber gut, erst einmal kurz schlafen, dass meine Magierin sich hochheilt. Oh, neuer Traum. Panikattacke. Sie öffneten alle Türen und haben die Fallen scharf gemacht. Es wäre einfach für sie, uns zu stoppen. Warum tun sie es nicht? Laufen wir in eine andere von ihren Fallen? Sei vorsichtig. Ja, so wie gerade eben. Das
das lief jetzt mehr oder weniger ziemlich blöd wieder runter hier. Aua. So, sind wir schon mal das einzelne Skelett los. Und jetzt müssen wir hier etwas umtanzen, dass wir die loswerden. Ja. Ist das wirklich euer Ernst? Aua. Die Seite schießen ist unfair. Okay, damit sind die schon mal außer Gefecht. Und jetzt kommt auch noch ein Erdbeben. Und das war weniger gut. Okay, strategischer Rückzug. Mal gucken, wo das hinführt. Erstmal zu einer Blutstropfen und einer Blitzbombe. Und dann wieder in diesen Raum hier. Okay, da wollen wir eh hin. Oh, und schnell weg hier. Zurück zum blauen Kristall. Panikaktion hoch 2. So. Also ganz ehrlich, der Modmacher hat diesen Raum verdammt verändert. Vorher war es so, man drückte auf den Knopf und eine Sequenz ging durch zu der Tür hier. Jetzt ist es irgendwie ganz anders. Jetzt scheint sich das ewig fortzusetzen, irgendwie im Kreis zu gehen. Jetzt wollen wir erstmal wieder da hinten und zurück zu den Skeletten. Ich will erstmal den Unterfallraum da hinten erkunden. Oh, und da ist eine Blitzhexe. Lass uns in Ruhe. Und sie ist wieder verschwunden. Okay, das müssen wohl die fliegenden Wächter sein, die nur dann auftauchen, wenn wir uns zu lange in dem Raum aufhalten. Ach, das ist wahrscheinlich damit gemeint, wer nicht fliegen kann, also wer nicht schnell genug ist, der wird von den Blitzhexen geholt. Klingt sehr toll. Aber jetzt wollen wir erstmal uns um die hier kümmern. So, zwei sind schon mal weg. So, und die anderen beiden auch. Hier liegen schon mal Frostpfeile, die die Bogenschützen verloren haben. Die brauchen wir nicht unbedingt. Aber Kräuter sind immer schick. Und ein Pilz, der gegessen werden kann, weil wir haben eine ganze Kiste voll von denen. Sind hier irgendwo Schalter versteckt? Da ist keiner, da ist auch keiner. Ich muss auch wieder auf diese komischen Runenschalter achten. Nö, hier ist auch kein Schalter, hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay, dann wird hier wohl kein Schalter sein. Dann wieder zurück hierher. Erstmal hier kurz stehen bleiben und gleich nochmal starten. Ich will nämlich nochmal den Knopf drücken. Ich kenne das noch einigermaßen. Das war nämlich so, wenn man runtergefallen ist, wurde der Knopf zurückgesetzt. Oder nach einer gewissen Zeit, eins von beiden.
die Blitzechse, da ignorieren wir mal. Oh, die ist aber schnell gestorben. Jetzt laufen wir noch mal im Kreis. Jetzt sind nämlich da die feinen Falltüren zu. Und ich habe noch eine Spawn gehört. Und dabei ein Secret gefunden. Das müssen wir uns gleich angucken, sobald wir wieder in Sicherheit sind. Oh, Fackel können wir mitnehmen. Und das spawnen immer mehr. Aber die sterben sofort. Die sind wahrscheinlich... einfach nur Nervwächter. Aber gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir endlich da drüben hinkommen. Dabei können wir die Fackel mitnehmen. Jetzt will ich mal gucken, was haben wir hier. Ein Spitzhut. Den kann sie doch mal anziehen. Willpower plus 2. Nicht schlecht. Und nun gehen wir hier rein. Ich höre schon mal keine Gegner. Bis jetzt. Aber ich sehe einen Gegner. Hallo. Ich sehe einen Gegner, den ich kaum treffe. Der damit für mich ordentlich trifft. Aber den können wir zurück immer wieder einfrieren, den Gegner. So, war das der einzige? Ich nehme nicht an, dass das die einzige Krabbe war. Oder? Fackel, leere Nischen. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass wenn ich den Schlüssel rausnehme, was Böses passiert. Und ja, ich hatte recht. Es passiert was Böses, es kommen überall Gegner raus. Aua. Und Mist. Das war's. Ups. Nein. Jetzt dürfen wir alles nochmal. Obwohl. Fast alles nochmal machen. Autosave laden. Miese Falle, ganz miese Falle. Also nochmal hier rein. Weil sie gleich wieder abhaut, wenn wir hier drauf treten. Hier rüber den Schalter drücken. Einfach mal im Kreis gehen. Alles, was spawnt, ignorieren. Auch wenn es uns mit Blitzen bewerfen will. Das schnappen, Fackel schnappen. Blitzechse grillen. Den da grillen. Und verhauen. Schnell hier rein. Erstmal du was essen. Du wieder bei ihr auf den Kopf. Du neue Fackel. Jupp, was ist mit der hier? Na, die ist auch noch gut. Kann die mal zu ihm wieder so. Dann kann er mal Fackelträger spielen. Und jetzt munter nochmal die Skelette töten.
die uns gleich den Rücken freundlich zudrehen, was will ich für einen Backstep ausnutzen. Aber diesmal haben wir sie gebacksteppt. Und gesteppt. Und tot. Blume einsammeln. Hat noch jemand etwas Hunger? Ja, er könnte was vertragen. So. Die Caps geben ja nicht so viel. Das ist noch was zu essen. Und das hier war, ja genau, das Tethered Cloak. Das kriegt sie mal. Das haben so gut wie alle. Nur er hat den Huntsman. Das Huntsman Cloak. Ihr müsst hier demnächst faster den Lightning kriegen. Genau, da ist er fast nicht mehr zu treffen mit nochmal plus 20 Evasion. Oh, und Rattenschinken. Gut. So, ich würde sagen, bevor wir jetzt wieder die Treppe hochgehen, speichere ich erstmal, dass wir das nicht alles nochmal machen müssen. Also, bis gleich.